Ninja! Herzlich willkommen zu Enslaved Odyssey to the West Premium Edition. Keine Ahnung, was das bedeutet. Ach, da unten steht's ja sogar. Ja, ich habe mal wieder was ausgegraben, was vielleicht nicht so ganz bekannt ist. Es ist ein postapokalyptisches Action-Adventure. Ja, keine Ahnung, Dings gedönst. Wir hauen einfach mal rein, weil, wie immer, ich kenne es eigentlich nicht. Ich habe es natürlich mal kurz angezockt, okay, aber ja, mehr, ich weiß nicht viel. Dementsprechend kann ich hier auch nicht viel erzählen. Sieht auf jeden Fall ganz nett aus, machte mir einen sehr schönen Eindruck und ja, wir spielen wie immer auf normal. Ja, den Checkpoint darfst du zurücksetzen, war eh nur ein paar Meter, keine Ahnung, ob da überhaupt ein Checkpoint war. Hauen wir einfach mal rein, nicht? Kapitel 1, die Flucht. Willkommen auf Sklavenschiff 909, unterwegs zu Pyramid. Sie wurden untersucht. Alle bei der Festnahme erlittenen Verletzungen wurden als nicht lebensbedrohlich eingestuft. Verbleibende Reisezeit etwa 16 Stunden. Okay, okay. Falls Sie unter heftiger Übelkeit leiden oder sich erleichtern wollen, benutzen Sie bitte das Gitter zu Ihren Füßen. Okay. Verfluchte Bande. Frei von den vielen Gefahren dieser Welt. Fügsamkeit wird belohnt mit Sicherheit und Nahrung. Oh, Schnäppchen, hol mich da raus. Achtung, Temperatur kritisch. Strukturelle Intelligenz 30%. Hey, nicht weglaufen. Hey. Okay, ich würde sagen, ich bin daraus. Ja. Hoch. Okay, Kamera kann ich nicht. Kann ich nur so eingeschränkt gucken. Drehen, wenden, keine Ahnung. Da sind zwei, die sehen ziemlich desorientiert aus. Ich behaupte mal, ich muss auch da lang, aber wir gucken erstmal hier. Okay. Ja, wie schon gedacht. Wir müssen da lang. Verdammt. Kann ich schlagen? Ich kann hüpfen. Nein. Ich kann nicht schlagen. Ich renne nicht um. Komm. Weg. Oh. Okay. Hat sich dann erledigt. Hopf. Ja. Alarm! Gefangener in Sektion 9 auf der Flucht! Gefangener in Sektion! Hast du davon? Was petzt du auch? Okay, hüpfen wir hier weiter. Der hat wohl ein Problem. Ich würde dir ja gern helfen, aber ich kann nicht. Ich muss weg. Autsch. Hup, da ist Schneckchen. Ach, verdammt. Au. Okay. Ach, hier hoch wahrscheinlich. Jawohl. Ab da. Na, ach. Wow. Was macht die denn? Die hat anscheinend ein paar Tricks drauf, würde ich sagen.
sehen, ob wir sie einkriegen. Hüllenbruch hört sich nicht gut an. Oh, das war knapp. Ja. Und jetzt, dass die Türen alle mal aufgehen. Wow! Oh, hier bin ich jetzt ganz aus Versehen drauf gerannt. Und hopp. Ja, ganz gut. Hm? Tja, Pech für ihn. Hey! Wo willst du hin? Wie bist du da runtergekommen? Oh! Wie bist du da runtergekommen? Muss ich nicht verstehen. Und nu? Kann ich da rüberspringen? Nein. Hier runterspringen? Ja. Okay. Aufwand. Aufwand. Fuck! Okay. In eine Richtung A zwischen Griffstellen zu nehmen, also Griffstellen denn. Da rechts blinken zwei Sachen, da rechts bestimmt. Jawohl. Und da hoch. Und nu? Ich sehe nichts blinken. Hoch kann ich nicht. Ach, okay. Und hier? Ah, da. Und hopp. Und hopp. Und hopp. Und hopp. Okay, also geschickt sind wir ja. Bis jetzt. Mal gucken. Man kennt mich ja. Rettungskapsel. Das höre ich gern. Ja, das höre ich gern. Schauen wir mal, ob wir eine kriegen. Der ist automatisch so ein bisschen nach rechts gegangen. Was? Ach, das war da bestimmt. Runterfallen lassen. Okay, mache ich das doch mal. Oh, oh. Auf mich kann man hier nicht runterfallen irgendwie. Da kann man bestimmt. Na, bis jetzt hält sich doch alles im Rahmen. Wo ist Schneckchen? Oh! Verdammter Mist! Den schaffe ich nicht. Ich brauche meinen Kram. Und wo kriege ich meinen Kram? Da leuchtet ein Rohr. Klasse B-Sklaven, erwarten Befehl. Wo ist mein Kram? Was? Wo ist mein Kram? Der Kram, die Sachen, die ihr mir weggenommen habt. Darf nicht mit dir reden, die Vorschriften. Lagerraum, im unteren Rumpf. Sklave 6B58, hilft flüchtende Gefangene. Verstoß der Stufe 1. Order, terminiere Sklave 6B58. Na, das ist ja nett. Die konnte doch gar nichts dafür, dass sie sie angequatscht hat. Super. Noch 7 Kapseln an Bord. Ja, unten. Ja, wo kriege ich jetzt mein Zeug? Die hat gesagt, unten. Also, boah. Ja, lass fallen. Krieg ich mein Zeug? Was haben wir hier für eine scheiß Kamera jetzt? Ich hätte gern mein Zeug. Gott, wenigstens kriege ich mein Zeug wieder. Das ist ein Motorrad? Kümmern wir uns um den Mac. Ja, dann kümmern wir uns mal um den Mac.
was habe ich denn da jetzt gekriegt? Ah. Okay, ich habe jetzt so einen Stab. Hab ich noch was? Okay, das sah gut aus. Noch was? Nö, okay, aber es reicht ja, würde ich sagen. Dann hauen wir mal den komischen Mac da vor die Nuss. Wo finde ich den denn jetzt? Hier, kann ich hier irgendwo wieder runter? Da so? Ja. Jupp, da ist er. Los, komm schon. Das Schild wird für begrenzte Zeit automatisch Kugeln abblocken. Okay. Möchte aber trotzdem gern. Kann ich hier drüber springen? Nein, kann ich nicht. Hier? Ja. Hier nicht. Da ist er. Wo schießt denn der hin? Ja, so blöd kannst du gerne weitermachen. Wow, das sieht aber knapp aus. Ja, es ist knapp. Aber ich habe ein Schild. Geronimo! Zum Angreifen des Gegners X drücken. Ja, danke, da bin ich schon von ausgegangen. Bams! Alles klar, der mächtige Angriff ist mächtig. Ja, mal so eben so einen Metalltypen auseinandergelegt. Ja, alles in Ordnung. Combat Max, wenigstens sind sie inaktiv. Ja, hoffentlich bleiben die inaktiv. Warum kann ich nur so langsam gehen? Ich krieg doch hier jetzt bestimmt Ärger. Komische Kammer. Oh. War klar. Dach, Junge. Halte RT gedrückt, um feindliche Angriffe abzuwehren. Okay, machen wir das mal. Sah gut aus. Bams. Na, wenn sie alle so leicht bleiben. L in eine Richtung und A zum Ausweichen. Okay, dann hört das mal. Gut, dass der in dieselbe Richtung gehüpft ist. Bams. Mehr hast du nicht drauf? Ja, das hat man davon, wenn man eine große Schnauze hat. Autsch. Ja, so sehe ich nichts. Mann. Bam. Wo ist er? Da ist er. Oh, der war falsch. So. Was hat? Darf ich jetzt weiter? Noch sechs Kapseln. Noch sechs. Super. Ich muss mich beeilen. Ja, habe ich auch gerade gesagt. Hier kommen die nächsten. War klar. Um eine Raumattacke durchzuführen. X und A. Au. Ey, au. Lass das. Okay, das ist eine Raumattacke. Fällt mir das hier besser. Moment. Bam. Oh, da steht noch. Au. Mann. Noch einer? Tatsächlich. Für eine Stun-Attacke halte X gedrückt. Okay, machen wir nochmal. Au, das hat nicht so wirklich geklappt. Was kriegen wir denn hier für Kacktipps? Ne? Ja, siehst du, klappt nicht, ne? Das hat aber geklappt. Oh. Bams. Gut. Da lang weiter. Ich bin jetzt ein bisschen desorientiert. Aber ich denke mal. Ja. Och man. Mach die Tür auf! Verdammte! Warum macht die mir nicht auf?